So, Freunde, und damit heiße ich euch zu einer weiteren Folge von Mario Party 4. Endlich wieder willkommen, denn mal ganz ehrlich, ich hätte schon ein paar Tage lang kein Mario Party mehr rausgekommen, ne? Ich hoffe, ihr schafft die Folge heute noch rauszubringen rechtzeitig. Ich werde es ja sehen, wenn ich komme, so trotzdem ein wenig später, aber Fakt ist, es geht weiter. Wir haben ja noch nicht alle Maps für den normalen Modus durchgespielt. Nein, ich will keine Spielregeln hören. Ich bin ja doch leider wieder alleine dabei, aber... Ich hoffe, da steht der zweite Controller noch drin. Ist egal, der steckt gar nicht mehr am Computer dran, aber ist egal. Muss ja niemand wissen. Ich habe übrigens mal den Dolphin geupdatet, einfach um eventuell ein paar Lags entgegenzugehen, denn die neue Version soll ein wenig performanter laufen. Außerdem habe ich ein paar Einstellungen geändert und ich denke mal, das ist jetzt alles wieder wunderbar. Werden wir letztlich sehen. Wem werde ich heute zocken? Komm, ich will auch mal den dummen Monkey zocken. Einfach nur mal just for fun. Nehmen wir doch den Mario mit hier, oder? Nee, komm, wir machen es mal anders, Leute. Ich zocke heute wieder mit Yoshi und wir nehmen heute mal schwere Computer. Mal gucken, ob die ein bisschen mehr in der Pfanne haben. Und wir nehmen trotzdem den Donkey mit, einfach nur just for fun. Weil da, wo ich jetzt hingehe, ist der Donkey ganz besonders beliebt. Nämlich, ich will Koopas Seaside Soiree nochmal spielen. Einfach mal just for the lulz. Und da passt der Donkey halt besser hin, weil es da Bananen und Affen gibt. So. 20 Stunden, ist doch voll okay. Ach, hier kann man Team-Modus nehmen. Ja, das könnte man eigentlich mal auch mal machen, wa? Wäre mal eine interessante Geschichte, ne? Wäre doch eine Idee. Das hätte man mal mit Asuka machen müssen. Egal. Wir machen eine 20 Runde, war ja nur bei Together und so, ne? 5 Runden mehr. Minispiele alle, Bonus. An, ja, und Handicap. Nö. Ja, ist schon okay. Mein Trinkgeräusch. Ballo, ballo. Es wird nun gefeiert. Letzte Party, genau. Ah, Leute. Meine Fresse. Es ist echt schon eine Woche her. Letztes Mal, seit ich mit Asuka aufgenommen habe, ja, kommt hin, ne? Fast eine Woche. So lange kam kein Mario Party. Dann kam mit neuer LP zwischendurch. Dann hatte ich keine Lust. Dann hatte ich keine Zeit. Das war schlimm irgendwie. Aber gut, nun wird es wieder ein bisschen regulärer kommen. Willkommen zu Koopas Strandbad, ich bin Koopa und heiße euch herzlich willkommen. Dieses Brett ist mein Lebenswerk, ein wunderschönes tropisches Urlaubsparadies. Ja, ja, kennen wir ja schon. Let's würfel, boom, mit 2. Ich bin der letzte Arsch der Welt hier, wie scheiße. Puff. Na gut, was soll's. He's the number 3 and Yoshi is the last one. Ja, wieso freust du dich da, du Affe? Du Yoshi-Affe. Ja, freut sich schon wieder. Na gut, über Geld würde ich mich auch freuen. Geld ist doch auch immer gut. Aufmerksam darf ich euch auch aufmeißen, wo ihr auf den ersten Stern lenken, der direkt in der Mitte erstmal ist. Und das heißt, da kann so gut wie jeder hin. Hauptsache, man hat genug Geld. Dann bin ich ja mal gespannt. Da habe ich natürlich jetzt schon die schlechtesten Quoten, einfach weil ich erstmal der Letzte bin, der würfeln darf. Wie scheiße. Das ist doch einfach total bekifft. Oh Mann. So, Luigi muss erstmal ein bisschen einen Butz machen und dann einen Mini-Pilz einsägen. So, der Mario rennt auch gleich los. Ich hab bloß nur 3. Ist aber erst aus wie eine 10, ne? Ich hab dort da Blitzen sehen. Ich weiß es noch. Ich hab was gesehen. Ganz deutlich. Der Affe ist als nächstes dran und macht noch eine neue. Schon wieder. Und habt ihr denn alle mit eurem neunen? Bestimmt eure Schulnote. Die gibt's gar nicht, weiß, was egal. Na doch, als Abiturpunkte Note schon, aber da sind 9 Punkte gar nicht mal schlecht. Ist immer eine 3 Plus, ne? Weil ich bezweifle, dass Donkey in der Schule eine 3 Plus. Oh, ruckel, ruckel. Kaum mit Dick dran, dann fängt's an zu ruckeln. Ist ja geil. Da boom, oh, eine 10. Ich bin halt die coolste Sau hier. Nö. Ich muss das Minispiel-Item gewinnen und krieg jetzt eh einen Pilz. Also ist alles easy peasy. Oh nein, Donkey steht hinter mir. Oh, ich würde eh die 10 Münzen wieder verlieren. Oh, wie scheiße. Behinderter Affe. Du bist ein Drecksaffe und du stinkst, du Sack. Ich nehme den großen Kiste, ich will den großen Pelz. Jawohl. Der gehört mir. Oh ja. Ich muss noch mit Donkey... Ich muss gegen Donkey zocken. Das ist so mies. Bestellung bitte. Das Schlimme ist natürlich, die anderen haben ja auch 10 Münzen. Heißt, wenn ich jetzt mit dem gewinne, hat der auch über 20. Mann, wie scheiße.
Ja, Luigi, ich versuche mal trotzdem zu gewinnen, einfach weil Donkey wird mich sowieso überrollen, dann verliere ich trotzdem 10 Münzen und ich würde gerne wenigstens die 10 Minispielmünzen opfern und ich die meine 10 Frühkapitalmünzen. So, Burger, Eis, Suppe, Fleisch, Burger, Eis, Suppe, Fleisch, Burger, Eis, Suppe, Fleisch. Burger, Eis, Suppe, Fleisch, Burger, Eis, Suppe, Fleisch, Burger, Eis, Suppe, Fleisch, Burger, Eis, Suppe, Fleisch. Burger, Eis, Suppe und Pommes. Mann, Luigi, nisch kannst. Ah, das stand sogar schon davor. Da war mal zu voll, B zu drücken, okay. Pommes, Fleisch, nee, Pommes, ach, was weiß ich, Pommes und Fleisch ist hier. Pommes und Fleisch, das finde ich. Hier ist Fleisch. Find ne Suppe, du Dicker. Ja, Mann, endlich hat er mal was gerissen, der Alte. Du, die, du, Suppe, Pommes, Fleisch. Suppe, Pommes, Fleisch, Suppe, Pommes, Fleisch. Suppe, Pommes, Fleisch, Suppe, Pommes, Fleisch, okay. Suppe, Pommes. Zu spät. Ah, er hat, okay, er hat's eher gefunden. Der Luigi war ganz schön fix, der Junge. Okay, Pommes, Suppe, Fleisch, Pommes, Suppe, Fleisch, Pommes, Suppe, Fleisch. Pommes, Suppe, Fleisch, hau ab, hau ab, hau ab, Pommes und Suppe. Nein, hä, wo ist meine Suppe hin? Hä, ich bin behindert. Ah, da ist sie, ich hab die falsche Drehrichtung gemerkt, na toll. Pommes, Eis, nee, Burger, Eis, Pommes, Fleisch, 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 Burger, okay, noch ein Burger. Wir brauchen Burger. Ja, okay, die Fresshecke, ich weiß schon. I just get it. Wir sind schlecht. Jetzt wird er mich überrennen und mir noch die 10 Münzen klauen. Oder er wird einfach loslaufen, weil er den Stern haben will. Das kann natürlich auch sein. Ist mir letztlich egal. Ich habe eh nicht genug Geld, um den Stern zu kriegen. Ich glaube, das bin ich wie verkackt. Ist ja wieder richtig peinlich. Da hat sich die Dummheit in mir vereinigt. Dumm, du, du, die, dumm. So, der macht eine 5 und ich frag mich, wieso. Naja, gut. Wird schon irgendeinen nicht verständlichen Grund haben. Vielleicht hat er einfach Bock auf Pilze. So, Mario rennt jetzt ohne Rin. Er hat ja auch genug Münzen, aber der wird mit einer 8. Nee, der kommt da nicht mehr dahin. Ich glaube, der wird aufs Fragezeichenfeld latschen, ne? Genau. Und er beamt sich erstmal instant mit dem Delphi weg. Na mal, mein Freund, spring auf meinen Rücken. Twim, warum machst du das? Du bist doch behindert. Na gut, der Donkey holt sie den jetzt eh. Es sei denn, er ist so dumm und nutzt den großen Pilz, weil dann rennt er ja über den Stern hinaus. Nee, er ist in... Trollololo. Der Donkey ist bekloppt. Er macht eine 1. Na gut, dafür kann man nicht, ne? Das ist halt reines Glück irgendwie teilweise. So, hätte ich jetzt natürlich meine genug Münzen, ja, dann wäre das natürlich perfekt. Na, aber an der Stelle ist das natürlich jetzt erstmal scheiße, weil ich will jetzt aber kleine würfeln. Ich könnte einfach sagen, ich mache Luigi platt und warte, bis der nächste Stern kommt, aber ich könnte auch einfach warten. Vielleicht kriege ich ja was Kleineres. Ein und Knopf. Ich versuch's mal. Ich will was Kleines. Natürlich genau ein Feld drüber. Du bist doch bekifft, Mann, du Alter. Hätte ich das Minispiel gewonnen, anständig, und hätte mir das anständig gemerkt, dann hätten wir jetzt eventuell noch die Chance gehabt, aber nö. So ist mal wieder total am Arsch der Lappen hier. Ich muss mit Onkyo noch zocken, na geil. Ja, Schatzsuche. Das heißt, der Affe soll in einem Labyrinth zurechtfinden. Das kann ja wohl schief gehen. Dann sehe ich doch jetzt schon wieder kommen, dass das scheiße wird. Na, man merkt schon, die schweren PCs sind schon intelligenter. So, wo kommen wir raus? Ah, okay, ich bin da unten. Hab genau die falsche Position gemerkt. Ich wollte schon sagen, ich zock schon wieder mit Donkey, aber ich hab wieder auf Mario geguckt, aber eigentlich bin ich ja Yoshi. Das macht doch Sinn. Ich merke mir den Falschen. Ich bin doch einfach manchmal strohdumm. Schulululu, wo ist der Luigi hin? Den muss ich finden. Such doch mal die Kiste, du alter Schlappschwanz. Lauf doch in die richtige Richtung, du Arsch. Ich bin schon hier, kann ich nicht selbst das machen. Muss ich immer auf diesen behinderten Spasti von Marios Bruder warten, der überhaupt 0-0 Ahnung hat. Natürlich haben die gewonnen, weil Luigi erstmal auf die andere Seite gerannt ist und überhaupt nicht klar gekommen ist. Der wäre ja mit dem Affen besser gestellt gewesen. Oh, Menno. Hier läuft heute gar nichts. Das ist wieder lustig. Alle, die jetzt gerne Fails sehen, weiß ich jetzt, warum sie diese LP so vergöttern. Das glaube ich, ist der einzige Sinn. Wenn ich an den Stream letztens denke, da wollten die mich auch letztlich die ganze Zeit nur trollen. Das ging ja schon fast in Spam aus, Alter. Leute, bei mir ist mal wieder durch. Ist nicht so weiter. Na doch, klar.
Ihr könnt ja gerne noch so sehr Fails herbeisehen, aber das ständig in Chat schreiben ist ja mal voll nicht nett und so weiter. Ich muss den halt lesen, ne? Und ich, so langsam wirkt ja der schon echt persönlich, ne? Hey du, das Hotel ist aber wegen geschlossen, ja? Tschüssi! Okay. Ja, dann Mario oder... Ah, nee, das reicht nicht. Im Gegenteil, nee, doch nicht. Er kriegt die Kiste. Mario, du bist doch ein alter Schwanz. Er kriegt den Stern geschenkt. Cool. Und Donkey kriegt natürlich seinen gleich instant. Weil er natürlich nur über eine 4 würfeln muss, der Ekelhafte. Vielleicht hat er ja Bock, einen Pilz zu benutzen, einfach um 2 Leute platt zu rennen. Nö. Er macht aber schon wieder eine 1. Ey, Gott. Jetzt sind die skillig und haben aber mein Pech, oder was? Das ist nette. Na gut. Ich streib mir da nicht rum. Wo könnte ich hin, wo ich schnell rum bin? Na, auf jeden Fall auf der linken Seite wäre ich schnell rum. Da könnte ich halt hier hinten rum. Vielleicht die Melone, aber nee, bringt ja auch nichts. Egal, ich renne erstmal los. Bestimmt, wie ich mein Glück kenne, in die falsche Richtung. Aber ist ja egal, muss ja niemand wissen. Luigi ist zumindest genauso am Weg. Wir haben immer bisher zusammengespielt und anscheinend war entweder... gerade war ich mit ihm nicht gut bedient. Ich habe 2 Items gefunden, hätte ich alleine gespielt, hätte ich gewonnen. Aber Luigi ist einfach zu dumm. Der sagt, ich mag Luigi ja eigentlich mehr als Mario, weil, wenn wir mal ehrlich, Mario hat ja mal so Zero-Charakter, ne? Er ist halt der Held, der immer da ist und die Prinzessin halt vögeln darf, ne? Aber Yoshi ist immer da. Aber Luigi ist einfach nur immer irgendwie, er ist ängstlich, er hat einfach mal Charakterzüge, die einfach interessant sind. So, wo laufe ich denn jetzt lang? Bringt mir, wenn ich hier oben lang komme. Das ist ein Bowser-Feld. Dann weiß ich schon mal, wo ich nicht lang gehe. Wenn ich hier lang komme, 5. Kann ich 6, 7, 8, 9, 10, 11 machen? Das ist auch scheiße irgendwie. Das ist alles behindert, Mann. Das ist doch bekifft. Alter, was ist denn das da hinten? Das ist ja mal voll die Horrorparade. Außerdem will ich aber wissen, was das für Minispieler ist. Egal. Ich laufe nach rechts jetzt. Banane nach unten mit der... dann Bananus, Don Corleones Bananenkreuzung. Genau, schmeißt man eine Banane. Das macht er natürlich nur, um sie zu fressen. Dann Yoshi boxt einfach den Affen und geht dahin, wo du willst. Das wäre doch mal einfach mal viel günstiger für dich. Na, ist egal. Ich lasse das einfach mal so stehen und renn auf die Melone rauf. Oh nein. Why? Why I'm doing that? I don't knopf. So. Aber egal, gut. Fahren wir halt. Hey, kann ich den Stern unterwegs mitnehmen? Koopa! Hey! Mano! Bleib hier! Yoshi, du hättest abspringen können, du Affe. Ach Mann, ey. Ich sehe schon, das läuft wieder so überhaupt nicht hier. Das ist wieder so richtig Tritt in die Klöten. Das ist so ganz typisch irgendwie. Jetzt können wir mal alle gegen alle zocken. Jetzt bin ich auf keinen zweiten Partner festgesetzt und wir zocken am Arm des Gesetzes. Wieder grab of the hand in with a technical hand into the gaps of those fucking bastards. Weiß ich nicht, warum sind die überhaupt gesucht? Gibt es da irgendeine Angabe? Die sind gesucht, weil sie Modeverbrechen begangen haben. Naja, wenn ich den Scheigeist so sehe, könnte er hinkommen. Hat er denn die weiße Maske her? Was zum Teufel? Fange die Figur auf dem Steckbrief dreimal, um zu gewinnen. Ja, rechts, links, ja, genau. So, Freunde, ich habe wieder keine Ahnung, wann ich angefangen habe, die Folge. Das ist natürlich super gut. Also, das ist wieder Let's Player-Vorbereitung schlechthin. Das zeigt, dass man professionell ist. Auf jeden Fall, ne? So, gleich auf den richtigen gucken hier. So, wo ist der Goomba? Aufmachen! Aufmachen! Okay, hier schon mal nicht. Mach auf die Luke. Nö. Nö. Aha. Ich hab dich gesehen, du Affe. Komm her. Zack. Nein, da war er. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Oh, Mist. Oh, Donkey ist schon fertig. Wieso bin ich so schlecht heute? Und ich bin doch einfach nur die Reihe umgegangen. Hat er mich denn falsch gemacht? Habe ich die falsche Reihenfolge bestimmt gewählt? Ich hätte nach rechts gehen sollen, weil links war irgendwie mal gar nicht. Ja, manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei, je nachdem halt wie weit links oder wie weit rechts die drei sind, ne? Dann wünsche ich mal nicht. Wenn sie direkt in der Mitte sind, dann kann man auch mal Pech haben, indem sie die Türen, wo man ist, so wie bei mir, einfach irgendwie sich keine Bock haben zu öffnen und man gar nicht weiß, muss ich jetzt hier bleiben oder kann ich weiterlaufen? Ey, hast du 5 Münzen? Voll behindert. Ja, das Mini-Hotel. Das ist einfach nur creepy, Mann. No, yay. So, der Lutscher holt sich ein Item. Macht er sogar, obwohl er nur 8 Münzen hat. Was bist du denn für ein armer Schlucker? Na gut, 3er, 5 Münzen. Mein Gott, wenn man dafür Zähne wieder rinholt, ne, ist das seine Ausgaben wert.
So, hoch oder unten? Da unten wäre Bowser. Ich will endlich mein letztes Minispiel haben, verfickt nochmal. Los, gib mit mir, los. Bananos, ab nach unten mit ihm. Gib ihm nach unten. Ich drück den Joystick sogar da unten, einfach nur, weil ich niederträchtig bin. Ja, geil, Bowser. Wenn alle Geld verlieren, ist mir das egal. Ich hab eh nicht so viel. Ich bin hier gerade eh irgendwie total außen vor. Vielleicht gewinne ich ja diesmal nicht mal mehr den Minispielstern. Würde mich nicht wundern. So, nur Baby Bowser. Nee, was ist denn das? Ihr solche Streiche, Mann. Ich nehme dir 10 Münzen von euch. Na gut. Na, der trifft mich schon. Hättest du mal 20 gemacht, wenn er bei den anderen 20 wie bei mir nur 16, dann hätte ich einen Vorteil gehabt. Indirekt. So, ich sehe das schon kommen. Mario holt sich die... Weil Donkey zu behindert ist, zu würfeln. Na gut. Mario rockt dir die Bude. Ich hätte mal Mario nehmen sollen. Hätte man schlecht, das oben hier Yoshi zu nehmen. Ich merke das schon hier. Du bist ein Arsch. Ach Leute. Ist doch bekifft. Ja, natürlich, ich bin instant drüber gelaufen und bin jetzt am Arsch der Welt. Mario könnte sogar in die nächste Richtung laufen und sich gleich noch hinkurven, wenn er noch hält, aber hat er nicht. Aber Donkey, der hat noch genug Geld, der Sack. Wahoo, Schnauze, du Affe. Guck mal, das ist der nächste Affe hier. So, jetzt macht das. Jetzt, wo er eigentlich mit der 10 wahrscheinlich auch beim Stern landen könnte. Das macht Sinn. Jetzt makes sense. Wahrscheinlich denkt er, er macht zweimal eine 1 und will jetzt die Orange machen, ne? Das ist ja... wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt macht er eine 6 und eine 1. Das könnte sogar reichen. Er löst zwar jetzt das Hotel aus, aber gut, und verliert halt ein bisschen Geld, ne? Das ist ja nicht schlimm. Hey, die Belastung kostet 10 Münzen. Vielen Dank. Ich will mein Geld zurück. Das Hotel ist einfach weggefegt worden. Mein schönes Hotel wurde zerstört. Ja, was hat auch scheiße gebaut, Kumpel, ne? Darf mein Stick mal anmerken. Ja, so, hier könnte man wie Fische fangen und verkaufen, oder was ist los? Egal, ich würfel einfach. Viel mehr... Boah, eine 10, cool. Wenigstens habe ich Würfelglück. Dann da. Ich glaube, so sieht's aus, wenn man einen Würfelglück hat, aber keinen Skill beim Minispiel. Genau so, man ist Dritter. Und das nur, weil der andere gar kein Geld hat und man selbst nur 3 Münzen. Wind unterm Arsch. Cool. Oder auch nicht. Ich muss übrigens schon wieder mit Luigi zocken. Ey, irgendwie haben die mich hier verflucht heute. Kann das sein? What's happening now? Wahrscheinlich dieses Spiel sagt, ey, du hast so lange gespielt, jetzt kriegen wir erstmal voll auf die Fresse, damit er nie wieder herkommt und nie wieder Bock hat, dieses Spiel zu spielen. Und ich bin schon wieder unten. Ich hasse unten zu sein. Warum muss ich immer koordinieren, wo der Spasti hinfliegen muss? Ey, Luigi, wo fliegst du hin, Mann? Willst du denn hin, du Pimmel? Ey, hallo. Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist mein B-Knopf? Nein. Hey, Luigi. Halt. Oh, ich versuche mal den B-Knopf. Was da das Problem ist, ich habe jetzt die ganze Zeit gestern Abend Kirby aufgenommen und da ist der B-Knopf wieder auf der anderen Seite. Ich hatte das Gefühl immer, ich muss ihn überall hinfliegen. Dann müsste er die Münzen noch selber einsammeln, der Alte. Und ich muss nochmal überall rinfliegen, weil der einfach so dumm ist zu lenken da oben. Dann guck doch mal, wo der hinfliegt. Das ist eine Nitte. Egal. 19 Münzen ist okay. Endlich ein bisschen Geld. Ja. Die Möwen fliegen auch schon bei mich her. Die wollen mich gleich fressen. Weiß ich, heute ist irgendwie... ist nicht mein Tag heute, ne? Meint das schon. Das Spiel will mich verscheuchen. Das könnte gut hinkommen. So, jetzt macht natürlich der erstmal einen großen Pilz, weil ich da jetzt ja in der Nähe stehe. Oder könnte er vielleicht mich umrennen, um Geld zu kriegen. Das ist Luigi's einziges Ziel, mich zu trollen. Ne, jetzt kommt bestimmt... ne, eine 200. Damit schaffst du das aber nicht, Kumpel. Und damit auch nicht. Ich stand weiter als du und habe eine 10 gemacht. Das kann schon mal nicht hinkommen. Aber er holt sich einen neuen Pilz und könnte in der nächsten Runde eventuell, wenn er die richtige Tour öffnet, nochmal versuchen. Und er kriegt, butz, einen kleinen Pilz, dieses Opfer. Du hast echt kein Glück. So, Mario hat jetzt wieder 24 Münzen, weil das Minispiel ja Glück hatte. Das heißt, Mario hat jetzt schon den dritten Stern. Was ist denn hier heute los, Alter? Mario schieben sie die Sterne quasi in den Arsch. Donkey Kong wird extra getrollt, damit er seinen zweiten kriegt. Er kriegt die Kiste geschenkt. Er hat hier einen absoluten One hier. Kriegt nur ein Minispiel, mit dem er sich über 20 Münzen zusammen verdienen konnte, um sich den nächsten Stern... Was zum Teufel ist hier heute los?
Na klar, stell ihm doch den nächsten Stern in den Weg. Natürlich. Ist ja nicht so, als würde mal schön wäre, dass ich auch mal ihn vor der Nase kriege. Nein. Don Corleones kreuzt und bringt ihn aber schon jetzt auch noch hin, damit er nächste Runde nochmal ein Minispiel kriegt, wo er wieder 20 Münzen vor den kann und den nächsten Stern sich holt. Was ist denn hier los heute, Mann? Das geht ja mal gar... geht natürlich da unten. Ist ja mal ja keine Frage, ne? Das ist ja gar keine Frage, Mann. Okay, rennt drüber. Und er rennt auf Bowser. Bringt natürlich gar nichts, weil er nur eh nur 4 Münzen hat. Also, was soll's? Ist letztlich eh egal. Er hat wieder den Vorteil, weil er kann kaum was verlieren. Hätte er 0 Münzen, würde er sogar Geld kriegen. Aber ich glaube, dann verliert man aber einen Stern. Oh, es gab... Oh, komm, Minispiel, bitte. Ich bin das einzige Gute heute, bitte. Knie nieder vor Bowser Zorn. Bowser Game. Hübschen Spielen in das Bowser, bla, verliere Hälfte seiner Münzen. Ja, wäre mir egal, aber eh nicht viel. Flame. Ja, du Glurak, Fake, du. Gut, Leute, ich denke, der Part ist um. Meine Nerven hoch. Ja, heute lief hier irgendwie nur Scheiße ab, ne? So, darf ich jetzt mal... Okay. Das lassen wir jetzt erstmal hier so stehen, Freunde. Den nächsten Part werden wir erfahren, ob ich mein Minispiel endlich kriege oder nicht. Wenn das denn so sein sollte, dann wäre wenigstens irgendwo was Positives dabei. Ich hatte mein letztes Bowser-Spiel, hey. Ne, wäre schon mal nett. Wir haben jetzt schon dreimal Obst Scheiße gehabt, ne? Saat hatten wir einmal und das letzte war noch gar nicht dabei. Was ist denn das für eine Verteilung hier? Spiel, das ist nicht fair. Aber gut, Leute, wir werden es im nächsten Part erfahren. Bis dahin, ich danke euch heute wieder vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen Fails und habt euch wieder kaputt gelacht, ne? Wie üblich hier. Flame. Ne, ihr wisst, was euch droht, ne? Ihr kriegt Partentzug. Ne, das kann ich nicht machen, weil ich das selber aufnehmen will. Ah, schwierig. Egal, wir sehen uns heute in der nächsten Folge. Und bis dahin wieder mal, macht's gut. Haut rein, Tschüssikowski und... Ciao.